Damit willkommen zurück zu Gothic. Wie versprochen, beim alten Lager. Ich habe das Ganze noch ausgeschnitten, weil das ganze ständige Hin- und Herlaufen doch dann irgendwann ätzend wird. So, ich wollte lernen, wie man stärker wird, aber ich glaube, das geht hier drin noch nicht. Allerdings gibt es hier noch eine andere Quest, die ich zumindest versuchen könnte zu erfüllen. Nämlich den da ansprechen und ihn zum Kampf herausfordern. Naja, ich habe gerade gespeichert. Ich fordere dich heraus. Lass es uns in der Arena austragen. Du? Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Tu dir selber einen Gefallen und mach, dass du wegkommst. Damit du ungeschoren davonkommst, du feiges Schwein. Fällt dir nichts Besseres ein, Kleiner? Ich höre nicht mehr auf. Naja, deine dürren Ärmchen sind nichts gegen deine hässliche Visage. Wenn ich das so begreife. Du bist doch nur hier, damit du meine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu kriechen. Was? Du Wurm! Du weißt gar nichts über uns! Das neue Lager ist unabhängig von dieser ganzen Scheiße! Und im Übrigen gibt es nur einen Grund, warum ich hier bin. Damit ich Klugscheißern wie dir das Hirn aus dem Schädel prügeln kann. Es wird mir ein Vergnügen sein, das bei dir zu tun. Dein Schicksal erwartet dich in der Arena. Ja, ich bin mal gespannt, was das jetzt wird. Lass uns. Können wir von euch einer beibringen, stärker zu werden? Nein. Skatty? Nee, der kann mir nur beibringen zu kämpfen. Mist, wer kann mich hier stärker machen? Was gibt's denn hier noch Tolles? Hier war ich ja noch nie. Ein dunkler Raum. Und ein dunkler Raum. Nicht so spannend. Kingo! Schmerzen sind eine Frage des Willens. Stimmt. Was hast du mit der... Klarer Sieger, würde ich sagen. Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Nimmst du mein Erz ab? Nein! Dann nimm mir mein Erz ab. Das geht ja mal gar nicht. Nee, also tut mir leid, das geht nicht. Erz abnehmen ist böse. Das geht gar nicht. Vor allem, ich habe ja über 1000. Warum hat er mir 477 genommen? Ich dachte, dann alles. Jupp, da ist mir gerade das Spiel abgestürzt. Was ich sagen wollte ist, ich frage mich, warum der mir 407... stimmt, ich habe ja 100 ausgegeben für... um das hier rauszubringen. Richtig. 954 durch 2 macht genau 477. Okay, ich dachte, man verliert das komplette Erz. Man verliert wohl nur die Hälfte des Erzes, wenn man besiegt wird. Das Blöde ist nur für Kirgo, dass ich leider überhaupt kein Erz dabei habe. So ein Pech aber auch für den armen Jungen. Echt dumme Zufälle gibt's. Das ist echt blöd. Der tut mir richtig, richtig leid, der Junge. Der arme, arme Kirgo. So, aber jetzt da mal los, dann lasse ich mich mal verprügeln. Gibt bestimmt ein bisschen Erfahrung von Skatty. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Bist du gut? Im Kämpfen? Verlass dich auf jemanden. Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Nein, ich fordere dich nicht raus. Ich fordere Karim raus. Schmerzen sind eine Frage der... Ja. Waffe ziehen. Was? Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Ich wollte doch nur blocken. Das. Der hat ja nicht mal Erz dabei. Sag ich doch. Tust mir richtig, richtig leid, dass du jetzt kein Erz von mir gekriegt hast. und ich habe jetzt halt genau einen Lebenspunkt und muss es hier ein paar Sekunden rumliegen. Ah, da geht's schon wieder besser. So. Ah, das tat weh. Aber gut.
Ich habe überlebt. Ich kann die... Wo ist meine Buddlerzucht? Ach, ist hier jetzt weiter unten? Ist sie unterhalb einsortiert? Ah, kann sein. Ist ja auch egal. Ich habe eine Handaxt. Was passiert jetzt, wenn ich den anspreche? Suchst du wieder Streit? Und schon wieder bei mir? Nein. Alles gut. Wenn du mal. Hey, Scotty. Ich bin gegen Karim angetreten. Uhu. Er hat dir ganz schön in den Arsch getreten. 50. Trotzdem hast du dir den richtigen Gegner gewählt. Ich kann diese Bastarde aus dem neuen Lager nicht ausstehen. Scheint dir ja genauso zu gehen. So jemanden können wir hier brauchen. Eigentlich habe ich ihn nur herausgefordert, weil du zu Diego meintest, dass du gespannt bist, ob ich ihn herausfordern werde. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Ja, ist klar. Das könnte ich jetzt sogar machen. Aber, nee, eigentlich will ich zwei Hände. Ich wollte nur mal nachgucken, ob der nicht stärker beibringen kann, aber das ist wohl... Ein Huno könnte das vielleicht, oder der Schmied oben. Das könnte sein. Da muss ich mal gucken. Also ein bisschen eine etwas stärkere Waffe wäre ja schon nicht verkehrt. Und spätestens, wenn ich zwei Hände benutzen will, werde ich die Stärke eh brauchen. Also, schon okay, wenn ich das jetzt lerne. Schauen wir mal. Danach muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich mich irgendwie wieder heile. Am liebsten würde ich mich da zum Schlafen hinlegen. Hey, Huno! Ich hab dich beklaut, aber das weißt du nicht. Ach so. Nö. Schade. Ich dachte, der Schmied könnte einem Stärke beibringen. War wohl zu naheliegend, um wahr zu sein. Na gut. Also jetzt muss ich erstmal ganz dringend die Leiste da auffüllen. Das geht gar nicht so mit einem Lebenspunkt. Ich bin da richtig nervös gerade. Ich hau mich einfach mal kurz aufs Ohr. Bis zum, 13 oder 56? Ja, komm. Sechster Tag, was soll's. War doch klar. Außerdem brauche ich auch mein Erz wieder. Oh, guck mal. Ich habe ja ganz viel Erz plötzlich. Wo kommt das denn her? Wer weiß. Na komm. Ja, bis zum nächsten Morgen. Ist schon okay. Und jetzt kann ich mich dran machen. Na, ich glaube, zuallererst will ich... was mache ich zuerst? Ich glaube, ich gehe zu Diego. Das ist, glaube ich, so rum kürzer, oder? Nee, das nimmt sich, glaube ich, sogar gar nichts. Egal. So rum komme ich wenigstens nicht bei Whistler vorbei. Genau, jetzt mal gucken, was Diego sagt. Ob das schon reichen würde, theoretisch, um aufgenommen zu werden. Oder um die Prüfung des Vertrauens zu machen zumindest. Weil dann würde ich das doch gleich mal in Angriff nehmen, die Prüfung des Vertrauens zu machen. Oder zu erfüllen. Damit ich endlich mal weitermachen kann mit der Aufnahme beim neuen Lager. Du hast gesagt, ich kann so viel... Und das stimmt. Vielen Dank. Ups, da kam ich gerade ans Mikrofon. Wenn ich gut bin, werde ich es rausschneiden. Ich schreibe mir gerade mal auf, bei welcher Uhrzeit das war. Ups. Wo ist Diego? Da ist Diego. So, wie schaut's aus? Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Ja? Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Ich habe ihn rausgefordert. Aber dass du den Mumm gehabt hast gegen Karim. Ach, Kirgo, verdammt. Hat ihm imponiert. Obwohl du verlorst. Ups, ich wusste doch irgendwas mit Ich habe mit Whistler geredet. Ich denke, bei der Sache Fingers sagt, du hättest was... Du hast es tatsächlich geschafft, Carlo. Torus sagt, so einen wie dich... Du hast genug Leute gefunden, aber die Prüfung des Vertrauens liegt noch vor dir. Okay, na dann. Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere... Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt... So. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht... Ach so. Schade. Mach's gut. Ich dachte, du könntest mir sagen, wer mir Stärke beibringen kann. Der Typ war's auch nicht, ne?
Willst du wieder Ärger? Nein. Lass mal. Doros, Prüfung des Vertrauens, bitte. Wie komme ich jetzt an die Prüfung des Vertrauens? War denn nicht hier? Mach's gut. Was war denn die Prüfung des Vertrauens? Ach so, ich habe ja schon die Prüfung des Vertrauens angenommen. Okay, da muss ich in die alte Mine. Okay, da habe ich gerade was verpennt. Ist ja auch schon ein paar Folgen her. So, die Höhle da links habe ich ausgeräuchert. Es gibt dort, glaube ich, einen... Gut, die Rüstung. Ja, die Rüstung habe ich an. Es gibt dort einen Wolf, aber ich... Na, ich traue mich gerade nicht, mich mit dem anzulegen. Bin ich doch noch ein bisschen zu ängstlich für gerade. Die Scavenger da könnte ich schaffen. Das dürfte kein Problem sein. Ich habe bloß Angst, dass die Wachen dann eingreifen. Ja komm, was soll's. Hier ein bisschen Action. Los geht's. Sag ich doch, da kamen die Wachen. Hey, meine Blutfliege. Ich will die Erfahrung. Finger weg von der Blutfliege. Nein. Menü. Warum kamen die denn gerade daher? Zwei Fleisch. Da habe ich Pilze gesehen. Die Musik wird gerade so bedrohlich. Was ist da los? Ein Mole Rat. Naja. Gibt Schlimmeres. So, jetzt aber nach hinten. Zu den Typen da, die da jagen. Dann lasse ich mir endlich beibringen, wie man die Viecher ausnimmt. Das kann ja nicht so schwer sein. Endlich, ne? Endlich. Wie viel Folge ist es jetzt? Die 16. müsste das sein. Ich habe das schon seit Anfang an. Von Anfang an hatte ich das schon vor. Das aber nicht geschafft. Bisher. So. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Dann mach ich doch mal alles. Worauf muss ich beim Häuten von Reptilien achten? Die einzigen Reptilien, die dafür geeignet sind, sind der Lurker und der Sumpfhai. Trifft sich gut in Wenn du die Haut an den Seiten anschneidest, löst sie sich wie von selbst. Du solltest ab jetzt kein Problem mehr haben, Echsen zu häuten. Bring mir bei, Krallen abzuziehen. Ist im Grunde ganz einfach, wenn du weißt, wie es geht. Du musst die Krallen nach vorne wegknicken, auf keinen Fall nach hinten und nicht ziehen. Krallen kannst du vor allem von Echsen nehmen. Du wirst ab jetzt erkennen, von welchem erlegten Biest du die Krallen nehmen kannst. Wie kann ich den Viechern das Fell abziehen? Wichtig ist vor allem immer von vorne nach hinten. Wenn du den Bogen einmal raus hast, ist es kein Problem. Felle sind sehr wertvoll. Das Fell von Wölfen oder Schattenläufern eignet sich zum Herstellen von Kleidung. Du wirst merken, ob ein erlegtes Tier ein brauchbares Fell hat, wenn du es untersuchst. Wie komme ich an die Zähne? Du musst vor allem darauf achten, dass die Zähne nicht splittern. Um das zu verhindern, musst du dein Messer in der Mitte des Zahns ansetzen und vorsichtig hebeln. Zähne kannst du von Wölfen, Schattenläufern oder Snappern nehmen. Du verlangst verdammt... Mag sein, alle... Das ist... Wenn ich du wäre, würde... Ja, das kennen wir ja schon. Cool. Damit ist das hier auch erledigt. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nö. Wie viele Lernpunkte hat das gekostet? Ganz anders gelaufen. 4. Nur 4 Stück. Okay. Alles gut. So. Damit wäre das erledigt. Da speichere ich doch gerade mal. Bevor noch irgendwas schief geht. Und nachdem es gerade vorhin abgestürzt ist beim Laden.
speichere ich das Ganze einfach mal doppelt. Genau. Auf dem Weg zur alten Mine jetzt. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt den Fliegen irgendwas Neues abnehmen kann. Ich glaube nicht. Wobei, Stachel, ne? Stachel könnte sein. Oder habe ich Stachel gelernt? Ich weiß nicht. Bleibt weg, Brückenwache. Bleibt weg, meine Erfahrung. Nur Flügel. Schade. Na komm, die beiden kriege ich hin. Ohne mich zwischendurch zu heilen. Sag ich dann. So, was haben wir jetzt? Auch nur Fleisch. Ah, okay, da hing gerade irgendwie die Steuerung. Keine Ahnung, was da jetzt wieder los war. Und ich habe gerade ganz viele Höllenpilze. Und ich brauche 48 Lebenspunkte. 48 durch 6 ist, 3 und, weiß nicht. 6 mal 7 ist 42, da fehlen noch 6. Egal, ich futter die jetzt einfach mal alle. In der Hoffnung, dass der positive Nebeneffekt, verdammt, immer noch nicht. Sag mal, komm, da leben noch eine Beere. Sag mal, wie viele Höllenpilze muss man denn da futtern? Ja nicht sein. Naja. Passt schon. Das sind mir gerade mal einen Lebenspunkt abgezogen. Egal. Was soll's. Ein Pilz. Oh, da sind noch mehr Scavenger da vorne. Dann wird das Ganze jetzt doch eine actionlastige Folge. Im Gegensatz zur letzten Folge, wo ich fast noch rumgelaufen bin. Coole Sache. Ja, nee, von denen lasse ich erstmal die Finger von den blöden Fliegen. Da hatte ich ja im Sumpf erst genug. Ich glaube, ich werde jetzt noch diesen Scavenger da unten besiegen. Und dann ist aber gleich die Höhle ums Eck. Habe ich den jetzt komplett? Ja, habe ich. Das ist unnötig. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste hier die Mine sein. Nein! Ich will die Beere. Ey, ich will die Beere. Ah, man kann nichts aufnehmen, während man sich bewegt. Das heißt, selbst wenn ich jetzt von der Vorwärtstaste runtergehe, dann läuft er ja noch so ein, zwei Schritte weiter. Und wenn ich dann in der Zeit versuche, es aufzunehmen, dann klappt das nicht. Obwohl ich ja eigentlich nicht sage, dass er laufen soll. Aber gut, es gibt Wichtigeres. Da muss ich einfach ein bisschen lernen, geduldig zu sein. So, das ist doch die alte Mine. Ne? Auf der Karte sieht das dann so aus. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann in der Höhle drin. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.